Hallo YouTube und willkommen zum vierten Part von unserem FIFA 17 The Journey Let's Play. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Endboss TV Kanal abonnieren und über ein Like würden wir uns auch sehr freuen. Also Leute, gehen wir mal direkt weiter hier in der Geschichte. Wir sind jetzt in Vancouver, wir haben den 20. Juli 2016. Okay, jetzt geht es um 19.45 Uhr bei heiterem Wetter gegen Borussia Dortmund. Treffen wir Marco Reus? Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Redet erstmal auf Deutsch, obwohl er... Was ist los mit dem Marco Reus? Nice. Wir haben Reusi Reus getroffen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie. Freuen Sie sich mit uns auf ein tolles Fußballspiel. Was sagst du zum Debüt von Hunter? Hat mich überzeugt, hat sein Tor gemacht. Der deutet an, was er drauf hat. Und heute heißt es also Everton Kakawa gegen Borussia Dortmund. Da bin ich echt gespannt. Und der Schiedsrichter heute heißt Sergej Piputkin. Wo ist der Reus? Ich sehe den Reus nirgendwo. Na egal. Legen wir mal direkt los, Leute. Und versuchen wir das Spiel gegen Dortmund mit unserem Team hier zu gewinnen. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung. Also die bei Dortmund sind auf jeden Fall alle viel besser als wir. 5-2-3 ist heute ihre Formation. Also Der hat uns blockiert, der Pisser. Sonst wären wir, glaube ich, durch gewesen. Aber gut. Also es ist keine Mauerei. Und so tritt der BVB heute also an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Marc Bartra. Nice, den haben wir schön geholt. Sehr schön. Und den hier, ja, ein Lauf. Und komm, Gareth Hunter. Jetzt die Gelegenheit. Pfosten. Gegen Pfosten. Ja, Chance, was kriege ich hier gleich abzukönnen? Punkten. Das war doch überhaupt nicht schlecht, der Schuss. Schade, da haben wir uns schön durchgesetzt. Super Flanke. Jetzt Hunter. Oh, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Schade, Leute. Klasse gespielt, guter Steilpass. Hunter. Yes. Und Tor. Jawohl, klasse Tor, 7,8 Wertung. Das erste Tor hier in der Partie gegen Dortmund. Und den Ball wollte er genau läuft. Oh, damit haben wir echt Glück gehabt, ey. Sehr nice, ey. Yes, 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 Alex Hunter. 13. Minute, ich glaube, da ist noch mehr drin, Leute. Da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Auf geht's, auf geht's. Yeah! Habt ihr gehört? Sie haben unseren Namen gerufen im Stadion. Sehr cool. Felix Passlack. Okay, okay, warte. Oh nein. Sehr gut aufgepasst. Passen, okay. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. McCarthy. Jawohl, 2-0. Und besser kannst du die Kugel nicht platzieren. Er geht. Ich wollte eigentlich mit unserem Hunter ein Tor schießen, aber. Fantastisches Tor. Er setzt ich meine, die Chance kann ich ja nicht einfach so verstreichen lassen. Ja, unser Hunter war ein bisschen weit weg da. Sehr nice. Führung ausgebaut. Oh, hat er ihn? Nice. Okay, Leute. Toller Kopfball. Unser zweites Tor. Unser drittes insgesamt hier in dem Let's Play. Sehr geil. Oh, Alexander, ich liebe dich, Junge. Nice. Und zurück. Er macht das Spiel schnell. An unseren Kumpel. Jetzt bin ich gespannt. Walker, was ist los mit dir? Den hast du verkackt, Walker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ein guter Kopfball. Er versucht mit dem der ging fast rein. Vorbei. Ah, hier ist der Reus. Reus. Nix hier. Beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeigetafel sagt den hätte ich ja fast umgeholzt, den armen Jungen. Wolf hätte ich vor dem Spiel komm schon. Nicht gerechnet. Nice, ich bin okay. Von einem knappen, spannenden Spiel ausgegangen. So kann man sich täuschen. Ah, kommen wir da ran. Das könnte jawohl. Die Chance werden. Und jetzt der Schuss. Das war die Chance für sein drittes Okay, wir haben trotzdem eine Wertung jetzt von 9,0. Nice. Komm schon, hast du den? Jawohl.
Es wird gleich und gewisselt. Stoppen und hier. Ja, will noch mal ein und schi- oh Gott, was ist das denn? Und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Also, der wäre ja übelst scheiße. Nice. Und für dich, Hunter. Lauf, Schätzchen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Barkley. Oh, war der fett. Und genau nice. Dafür wurde er eingewechselt. Er sehr macht sein Tor. Schön, Alter, wie er aus dem Nichts kam und die Flanke und direkt in den Raum ging. Oh, göttlich. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz sehr schön, Mauer, Leute. 14-0 gegen Dortmund hier im Freundschaftsspiel. Jetzt hier einen Lauf, der ist nice. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt ist er durch. Schießt er ihn rein. Alter, wie wir sie abschießen, ey. Die haben ja gar keine Chance. Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Yeah. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. Sehr schön, Leute. Sehr schön, wir schießen sie ja komplett ab. Komplett. Gegner leid tun, Wolf. Die stecken unsere Leistung bin ich auch sehr zufrieden mit. Gut gespielt. Vielleicht strengen sich die Dortmund auch nicht so an, weil es halt ein Freundschaftsspiel ist. Oder das Spiel ist generell ein bisschen einfacher, weil ich den hier noch Ball am Anfang bin. Ein. Weiß jetzt nicht genau. Vielleicht wird das ja noch alles viel schwieriger. Jetzt schein. Alexander. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist schon wieder mein Name. Reusi. Reus. Auf jeden Fall sind wir viel besser als Reus hier in dem Spiel. Das ist der Reus. Oh, den haben wir schön geblockt, Leute. Wir sind auch in der Abwehr jetzt besser geworden als am Anfang. Da waren wir ja ziemlich scheiße. Oh nein, das war nicht so toll. Aber der Einwurf muss auch anders kommen. Leute, 5-0 gegen Dortmund im Freundschaftsspiel zwar, aber trotzdem sehr geil. Dafür war es einfach zu einseitig. Sie haben hier dominiert, nie nachgelassen. Sehr schön, unser Hunter hat echt richtig gut gespielt. Oder wir haben halt gut gespielt. Wir haben ihn ja gesteuert. Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute? Ganz toll, also überragend. Hat mich sehr total schön. Überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, wir haben auch die Kommentatoren überzeugt. So, das war der vierte Part von unserem Let's Play zu FIFA 17 The Journey. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal EndbossTV abonnieren. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also Leute, haut rein und passt auf euch auf.